Der britische Admiral der Royal Navy, Sir Tony Radican, Chief of the Defence Staff, hat im Januar diesen Jahres gesagt, dass Moskau mit Angriffen auf Unterseekabel das globale Informationssystem gefährden könnte. Seit dem Gasleck an den Nord Stream Pipelines ist uns allen diese Gefahr bewusst. Die Angst vor hybrider Kriegsführung am Meeresboden wächst. Mit dieser Gefahr beschäftigt sich die Wehrtechnische Dienststelle 71 aus Eckernförde innerhalb dieser Bundeswehr und sie forscht, berät und unterstützt die Marine. Und ihren Leiter, den Herrn Frank Menning, den haben wir heute zu Gast bei Nachgefragt. Moin, Herr Menning. Moin, Frau Watson. Ich habe es gerade schon angedeutet, die Gefahr für Infrastruktur am Meeresboden wächst. Was müssen wir uns denn unter Infrastruktur am Meeresboden überhaupt vorstellen? Ja, neben den erwähnten Pipelines im Wesentlichen die Unterseekabel. Wir sehen hier weltweit umspannendes Netz Unterseekabel. 97% des weltweiten Datenverkehrs laufen über diese Unterseekabel. So viel? Jo, und der Rest ein bisschen über Satellit und auch aufgeteilt über Richtfunkstrecken, aber die sind hier irrelevant. Und wenn wir uns hier mal anschauen, diese Stelle hier möchte ich mal rausnehmen, dieses Seegebiet. Hier laufen Unterseekabel von Nordeuropa nach Nordamerika, die einen Großteil der Finanzströme, der Daten, der Börsen, des Zahlungsverkehrs abwickeln. Und dort eine Beschädigung möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn wir hier in anderen Gegenden gucken, Mittelmeer an der Küste entlang, die Gefahr, dass dort irgendwelche Sachen manipuliert werden an den Kabeln, ist erheblich. Neben den Unterseekabeln haben wir auch Windkraftanlagen. Allein in Deutschland, in unseren Hoheitsgebieten oder in unserer Wirtschaftszone, haben wir über 1200 solcher Anlagen stehen. Die sind an unserer Küste verteilt, dort wo natürlich der Wind weht. Und wenn dort die Energiekabel beschädigt werden, dann fehlt uns ein Großteil unseres notwendigen Stroms. Und ein weiterer Punkt, den wir hier sehen, sind die Meerengen. Wenn wir dort in dem kleinen oder großen Belt oder auch Fehmarn, wenn dort ein Schiff havariert, aus welchen Gründen auch immer, menschliches Versagen, technisches Versagen oder auch durch Manipulation und das Schiff verhakt sich dort, geht unter, dann habe ich sofort eine Störung im Handel. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie sich daran erinnern an die Ereignisse im Suezkanal, als die Evergreen, dieser Frachter, sich dort in der Böschung festgefahren hatte. Sofort stoppte der weltweite Containerhandel. Massive Auswirkungen. Hier war dieses Event und nicht nur die Seekabel zeichnen so in etwa den Datenverkehr. Das ist mehr oder weniger identisch auch mit den Seelinien. So, und dann gucken wir noch weiter dichter an die Küste ran, Hafenanlagen. Ich denke an die LNG-Terminals oder auch die Schleusen im Nordostseekanal. Fast regelmäßig haben wir irgendwelche Havarien von Schiffen, die gegen die Schleusentore fahren. Und eine Blockade, eine der Schleusenkammern, hat immer sofort einen Einbruch in dem Warenverkehr, im Schiffsverkehr im Nordostseekanal. Und das können wir uns als exportabhängige Nationen, Handelsnationen nicht leisten. Es wird ja diskutiert, ob Russland für den Sabotageakt an den Nord Stream Pipelines verantwortlich ist. Welche Fähigkeiten sind denn nötig, um sowas auszulösen? Also ich brauche ein Schiff, das für das spezielle Seegebiet zumindest tauglich ist. Ich brauche Sprengstoff. Oder für ein Kabel brauche ich irgendeinen Manipulator, der das durchtrennt, dieses Kabel. Und ich brauche Wassertiefen. Nord Stream hatte Wassertiefe 70, 80 Meter ungefähr. Aber die Unterseekabel gehen bis zu 6000 Meter, laufen auf dem Meeresgrund. Also in dieser Bandbreite bräuchte ich Manipulationsmittel. Ich könnte dort mit einem einfachen Schiff, einem einfachen Kran einen Sprengstoff an der Stelle niederlassen. Oder die großen Tiefen kann ich mit sogenannten Remotely Operated Vehicles manipulieren, ganz banal, um dort die zu zerstören. Eine unserer User-Fragen ist die Frage, wie gestaltet sich denn die Reparatur von solchen Schäden? Ist nicht ganz trivial, die Reparatur. Wir sehen hier das Bild von der Nord Stream Pipeline. Die Wandstärke läuft je nachdem, wo sich die Pipeline befindet, zwischen ca. 2 und ca. 4 cm. Also ist schon massiver Stahl. Dann ist hier, das ist weggesprengt, noch eine Betonummantelung als Sicherheit und als Gewicht für die Pipeline. So, wenn wir jetzt die beiden Enden der Pipeline wieder zusammenschweißen wollen, brauche ich also das fehlende Stück. Das muss irgendwie repariert werden. Die ursprünglichen Segmente waren ca. 12 Meter lang. Die wurden auf den speziellen Schiffen zusammengeschweißt. Geht hier theoretisch auch. Das heißt, ich würde die beiden Enden bergen, hochholen. Ich kann mir hier Ballonhebesäcke vorstellen. Ich kann mir hier Greifer vorstellen, die Pipeline dann hochziehen. Das ist nicht einfach. Und wir haben auch weltweit nicht allzu viele Spezialschiffe, die das können. Die müssen verfügbar sein. So, und wenn ich das hochgeholt habe, muss das Wasser raus. Ja, und dann kann ich die neuen Segmente wieder anschweißen, wie beim Neubau sozusagen. Und die beiden Enden wieder zusammenführen und wieder absenken. Ist nicht einfach und wahrscheinlich nicht günstig.
Gab es denn weitere Sabotageakte, auf die man so in letzter Zeit gucken könnte? Ein Stichwort, was mir da zum Beispiel einfällt, wäre Norwegen. Ja, wir vermuten, dass wir mehrere Sabotageakte bei den Unterseekabeln beobachtet haben. Das ist einmal in Norwegen. Norwegen hat bezogen auf die Offshore-Industrie und des ausgedehnten Seegebietes und Küste die Notwendigkeit, mittels Lichtwellenleiter dort Kommunikation, Überwachung herzustellen. Die Norweger haben dann irgendwann festgestellt, bei diesem Kabel kommen keine Signale mehr, haben das Kabel untersucht und festgestellt, es fehlen 4 Kilometer Kabel. Man hat zuerst vermutet, das wäre eine Untersee-Lawine, aber dann hat sich herausgestellt, nein, das Kabel wurde ganz einfach geklaut. Und das sind Lichtwellenkabel, das ist also nicht so hoher Materialwert, im Gegensatz zu Kupfer, da könnte man das vielleicht verstehen. Aber hier vermutet Norwegen andere Staaten als Akteure. Darüber hinaus hatten wir beobachtet, in Ägypten, vor der ägyptischen Küste, war eben ein Unterseekabel beschädigt, das zu massiven Ausfällen in dem Datenverkehr bei Ägypten geführt hat. Andere Fälle, zum Beispiel bei den Shetland Islands, dort wurde ebenfalls ein Unterseekabel beschädigt, auch zu erheblichen Auswirkungen auf den Shetland Islands geführt hat. Aber dort war die Ursache ein Fischer, der mit Schleppnetz, Fisch oder mit Schleppgeschirr dort das Seekabel zerstört hat. Das war aber ein Unfall. Jetzt die Frage, welche Streitkräfte wären denn in der Lage, generell am Meeresboden zu operieren? Ich möchte hier ganz prominent die Russische Föderation nennen. Die haben ein Forschungsschiff, das nennt sich Yantar. Die Yantar, das kann im Prinzip jeder Privatier verfolgen über AIS und Marine Traffic, wo sich die Yantar befindet, es sei denn, Yantar schaltet das AIS aus. Aber die Yantar ist in der Lage, mittels dieser Fahrzeuge bis zu 6000 Meter am Meeresboden irgendetwas zu machen. Bodenproben, Wasserproben und solche Mittel sind auch einsetzbar, um im negativen Sachen Unterwasserinfrastruktur zu manipulieren. Hier ist ein weiteres Beispiel, das ist aber schon ein bisschen Hightech. Dieses Unterwasserfahrzeug von den Russen lässt sich einsetzen von einem speziellen U-Boot oder eben von der Yantar. Und hier kann man sehr schön erkennen den Manipulator. Das Ding, was am Ende die Kabel durchschneidet, oder? Als Ingenieur könnte ich sagen, ja, damit könnte ich wahrscheinlich, wenn ich genug Hydraulikkraft aufbringe und die richtige Schere habe, kann ich auch ein Unterwasserkabel durchschneiden. Ob das damit gemacht wurde oder wird, das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt also mal ganz ehrlich da drauf schauen, haben wir zu wenig auf kritische Infrastruktur am Meeresboden geschaut? Wir haben bis zum Vorfall Nord Stream 1 haben wir zu wenig geschaut, ja. Aber wir müssen auch beachten, dass die kritische Infrastruktur, so wie wir sie in der Ost- und Nordsee haben, da sind die Betreiber für die Sicherheit zuständig. Im Wesentlichen sprechen wir von technischer Sicherheit. Die Betriebssicherheit muss gegeben sein. Die sind für Vorfälle zuständig. Die überwachen auch aus wirtschaftlichen Interessen, aus Betriebssicherheitsgründen auch ihre kritische Infrastruktur. Aber als staatlicher Akteur oder Akteure haben wir uns nicht so richtig, oder aus meiner Sicht nicht so richtig damit beschäftigt. Erst jetzt kommen wir darauf, uns über Konzepte Gedanken zu machen, über alle Akteure, alle Verantwortlichkeiten mehr oder weniger an einen Tisch zu setzen, sagen, was müssen wir machen, um dort künftig Vorfälle wie Nord Stream 1 und 2, wenn nicht direkt zu verhindern, aber zumindest im Fokus zu haben und rechtzeitig reagieren zu können. Die Wehrtechnische Dienststelle 71, ich würde das jetzt zukünftig einfach mal als WTD 71 abkürzen, die unterstützt und berät ja die Marine. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Also die WTD ist im Wesentlichen als Teil des Beschaffungsamtes zuständig. Und wenn wir jetzt auf den Bereich Unterwasser gucken, forschen wir sehr stark im Bereich der Unterwasserkommunikation und wir entwickeln Systeme für und mit der Marine, damit die Marine erfolgreich in ihrem Einsetzen ist. Hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel, was so eine Kooperation ausmacht. Ein Minenjagdboot der Marine setzt eine Seekatz, ein Seacat von uns ein, mit unserem Personal und gemeinsam probieren wir hier neue Sachen aus, damit die ein gewisses technischen Reifegrad haben, um später als Waffensystem oder als Aufklärungssystem in die Marine eingeführt zu werden. Wir sind in vielen Bereichen unter Wasser tätig. Torpedoentwicklung zum Beispiel, Sonarentwicklung. Da sind wir tatsächlich, kann ich mit Stolz behaupten, Weltmarktführer und haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal innerhalb unserer Bündnisse. Und die Marine nutzt auch gerne unsere Fähigkeiten.
wenn wir zum Beispiel Schallprognosen abgeben sollen für die Einsatzgebiete. Jedes Seegebiet ist anders, was die Schallstrahlverläufe und den erfolgreichen Einsatz von Sonaranlagen angeht. Temperatur, Salzgehalt, Bodenbeschaffenheit, Schichtungen durch Sonneneinstrahlung, das muss die Marine alles wissen oder die Bootsfahrer, die Schiffsfahrer, damit die dort erfolgreich sich behaupten können oder erfolgreich ihre Mission durchführen können. Und da kommen wir ins Spiel. Wir zeichnen dieses Schallwetter auf und auch einen kleinen Beitrag zur Überwachung des Klimas gehört auch dazu, um die Marine für ihre Operationsgebiete vorzubereiten. Und wir führen an der WTD 71 auch viele Untersuchungen durch mit AUVs, mit Autonomous Underwater Vehicles, um dort eben, wenn es vielleicht in die Richtung kritische Infrastruktur kommt, dort vorbereitet zu sein für die nächste Fähigkeit der Marine, eben den sogenannten Meeresgrund, Meeresboden, kritische Infrastruktur künftig zu überwachen. Thema Überwachung ist da ein sehr, sehr gutes. Da würde ich gleich in dem Zusammenhang gerne mal drauf eingehen. Ist es denn überhaupt möglich, die Ostsee komplett so zu überwachen, dass man die kritische Infrastruktur am Meeresboden im Blick hat? Schwierig. Das sind ja gewaltige Flächen, gewaltiges Seegebiet und sehr viele Kilometer an Leitungen, die wir überwachen müssen. Wir arbeiten gerade an einem Konzept, um genau diese Fähigkeit hinzubekommen. Zumindest erstmal so eine Art Anfangsbefähigung mit mehreren Unterwasserfahrzeugen. Das können Glider sein, die also autonom, selbstständig über mehrere Tage hören und gucken im Wasser und dann beispielsweise einmal am Tag auftauchen und die Daten zu einem zu definierenden Lagezentrum schicken. Oder die Seekatzen, die wir gerade gesehen haben, die können immer nur einige Stunden unter Wasser sein, aber wenn ich mehrere einsetze, kann dieses SeaCat also sehr schön diese Pipelines abfliegen. Also 10 Meter über der Pipeline fliegen und mittels Sonar oder Kamera, je nach Sichtverhältnissen, dann mit dem besten Sensor dort Anomalien feststellen. Jetzt haben wir eben gerade schon so ein bisschen über die SeaCat geredet, beziehungsweise das angerissen. Welche Technologien gibt es denn sonst noch, die der Aufklärung dienen? Ich möchte hier darauf hinweisen auf das sogenannte AIS, Automatic Identification System. Jedes Schiff ab einer gewissen Größe ist dazu verpflichtet, diesen Transponder an Bord mitzuführen und einzuschalten. Da stehen drin Name des Schiffes, technische Daten, also ein bisschen technische Daten, Ladung vielleicht, Abgangshafen und Ankunftshafen. Und mittels dieses Systems lässt sich quasi eine Datenbank erstellen. Und ich kann, wenn ich diese Datenbank geschickt auswerte, kann ich Anomalien feststellen. Küstenmotorschiff fährt immer an der Küste, von A nach B. Das würde ich dann rauslöschen oder filtern. Aber dann gibt es Schiffe, die machen komische Sachen. Kriegsschiffe sind da typisch, wenn sie Manöver fahren, machen sie komische Sachen. Forschungsschiffe machen komische Sachen, die als Anomalie dann auftauchen. Und dann bleibt nur noch was übrig, was ich mir näher angucken kann. Und natürlich habe ich die traditionellen Möglichkeiten. Ich kann mittels Satellit, wenn ich dann diese Satelliten zur Verfügung habe, mit den richtigen Sensoren, kann ich gucken, was da im Wasser passiert. Ich kann zum Beispiel indirekte Signaturen getaucht fahrender U-Boote erkennen mit Satelliten. Also wie Sie sich vorstellen, ein Schiff produziert ja dieses Kielwasser, die Welle. Kelvinwelle. Das U-Boot macht das gleiche, nur im dreidimensionalen. Also irgendwann kommt auch diese Wellenstruktur an die Oberfläche. Und mit Satellit kann ich die dann beobachten. Und dann weiß ich, sind das eigene U-Boote oder die von Bündnispartnern oder sind das U-Boote, die nicht in unserem System laufen. Und dann weiß ich, oder wenn da was passieren sollte, muss ich genau hingucken. Sind die U-Boote vielleicht längere Zeit über einer interessanten Station dieser kritischen Infrastruktur? Oder passiert später was, wo genau zu dem Zeitpunkt so eine Anomalie aufgetreten ist. Und dann muss ich genauer hingucken. Neben so einer Zerstörung von Kabeln zum Beispiel gibt es ja immer noch die Gefahr der Spionage, indem zum Beispiel Seekabel nicht durchschnitten werden, sondern vielleicht auch einfach angezapft werden. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Es gibt technisch-physikalisch die Möglichkeit, Informationen von Lichtwellenleitern oder Kupferkabeln abzugreifen. Beim Kupferkabel sind es Magnetfelder und elektrische Felder, also die Änderung dieser Felder, die ich dann abgreifen kann, wenn ich nah genug dran bin und die Kabel nicht geschirmt sind. Dann bekomme ich also Informationen raus. Natürlich, viele Informationen sind verschlüsselt oder haben dann einen Code, aber mit ausreichend Rechnerleistung kann ich die meisten auch nach einer gewissen Zeit knacken. Lichtwellenleiter kann ich mittlerweile so manipulieren oder nutzen, dass ich sogar erkennen kann, ob ein Wal über diesen Lichtwellenleiter schwimmt. Und dazu schicke ich einfach ein Lichtsignal, ein Lasersignal in das Kabel, in den Lichtwellenleiter, messe die Laufzeit und die Reflexion und die Manipulation der Amplituden und Phasen und Frequenzen und Schwupp ist zu viel, aber lässt sich das bestimmen, wer und was und wann darüber gefahren ist. Was für Informationen laufen denn über solche Kabel?
Also ich sagte 97% Datenverkehr, jedes mögliche Datum, was ich vorstellen kann. Natürlich sind interessant militärische Daten, Kommunikationsdaten, auch Operationspläne laufen darüber, die natürlich alle hoch verschlüsselt sind. Aber wer weiß, was da sonst noch so an Informationen oder einer Menge an Informationen rüberläuft. Die eingestuften Daten sind schon schwieriger zu knacken, wenn überhaupt. Aber allein die Menge an offenen Daten, die über die Meere transportiert werden, daraus lässt sich ja schon jede Menge Rückschlüsse ziehen auf das Verhalten von speziellen Gruppen. In verschiedenen Konflikten, beziehungsweise gerade auch im Besonderen im Ukraine-Krieg, werden ja Drohnen immer wichtiger und gerade auch immer mehr in den Fokus. Welche Möglichkeiten für Unterwasserdrohnen gibt es dann? Also wie gesagt, ich sag's schon, bei uns ist die Aufklärung im Vordergrund und nur die Aufklärung. Vielleicht Kommunikation, wenn wir von einem getaucht fahrenden U-Boot eine Information an die Oberfläche bringen, dann kann durchaus sein, dass wir auch dort ein autonomes Fahrzeug einsetzen. Bei der WTD-71 läuft unter anderem das Projekt Harbor Protection. Das ist von der NATO gestartet, das Projekt. Deutschland hat sich angenommen, ja, wir machen dieses Projekt und die WTD erfüllt den Auftrag als in der Projektleitung. Dazu haben wir ein Experimentalmuster aufgebaut und dort wird integriert in ein Lagezentrum, containerisiert, verschiedene auch unbemannte Systeme. Wir wollen Boote einsetzen, die autonom das Hafengebiet überwachen mit unterschiedlichen Sensoren. Das gleiche auch mit Drohnen der Luft, mit Radar, mit Sonar, Elektrooptik. Und da sollen auch Waffenstationen mit integriert werden. Und natürlich, das Ganze soll betrieben werden vom Seebataillon. Und mit Blick auf die Bootsdrohnen, das ist mehr oder weniger Hobby-Modellbau, diese Notwendigkeiten, um das dort zu bauen. Natürlich militärisch alles ein bisschen gehärtet und betriebssicher gemacht. Aber wenn ich Böses will, mit dem Wissen, was ich habe, ich brauche einen GPS-Empfänger, ich brauche ein kleines Programm wie ein autonomes Fahrzeug. Mehr oder weniger steckt da nicht hinter. Und wenn ja an die Sachen passieren, die bei der Krim mit der russischen Schwarzmeerflotte passiert sind, mit diesen Bildern, die wir da sehen, von potenziellen Bootsdrohnen, das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist ja teilweise schon sehr faszinierend, was für Bedrohungsmöglichkeiten es gibt, die auf dem Meeresboden da liegen könnten, die durch die Ukraine ja zeitweise sogar noch einfach dazugekommen sind. Mhm. Was für Auswirkungen hat das denn auf Ihre Dienststelle, auf die WTD-71? Naja, wir müssen uns jetzt dieser neuen Situation stellen und wir müssen uns genau in diesem Gebiet verstärkt aufstellen. Wir müssen also die Forschung in dem Bereich nach vorne bringen. Ich habe also einen Forschungspool an Wissenschaftlern und an Material, an Schiffen. Dort müssen wir uns mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Wie kann ich diese Gefahren rechtzeitig erkennen? Wie kann ich diese Gefahren eventuell beseitigen? Ich muss also auch dieses fremde Wehrmaterial auswerten, was dort passiert, oder so eine Art forensische Beweissicherung machen, um dann zu sehen, was passiert da. Ich muss mit meinen Sensoren, gerade mit dieser Seekatze, bin ich da gut ausgestattet? Ist die Marine gut ausgestattet mit ihren Sensoren und Waffen, die die hat, oder auch Minenvernichtungsladung, die wir noch einsetzen? Können wir gemeinsam dieser Bedrohung oder diesem Szenario begegnen? Also da müssen wir gemeinsam agieren. Und da laufen jetzt verschiedene, jetzt schon Handlungsstränge. Bei mir zum Beispiel gibt es schon ein Zentrum für autonome Unterwasserfahrzeuge. War bisher nur klein, weil wir eben nur wenige AUVs hatten. Aber gemeinsam mit den Norwegern wird das jetzt deutlich gestärkt, sowohl personell als auch materiell. Und das Ganze gemeinsam mit der Marine. Auch bei der Marine laufen Ideen, Vorstellungen, wie wir dort diesen, lassen Sie mich, einen gläsernen Ozean einrichten können, um eben, was Sie ja vorhin schon gefragt haben, dass die Ostsee, die Nordsee mehr oder weniger permanent überwachen können, um diese Sachen zu verhindern. Also da laufen zurzeit wirklich sehr viele Handlungsstränge, die alle darauf konzentrieren, sich darauf konzentrieren, die Marine zu ertüchtigen, dort zu agieren. Die WTD-71, wir haben zwar ein paar Fähigkeiten, aber wir sind nicht in der Operation. Das machen wir jetzt, diese Amtshilfe, weil wir es gerade können und weil wir uns insgesamt dort besser positionieren müssen. Herr Menning, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darf ich für diese Woche schon wieder verabschieden. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nicht so lange warten wollen auf Ihre nächste Nachgefragt-Folge, dann können Sie alle Nachgefragt-Folgen und auch die Folgen vom Funkkreis-Podcast auf YouTube oder auf bundeswehr.de abrufen. Und alle weiteren Informationen zur WTD 71, die gibt es auch auf bundeswehr.de.